Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu meinem vierten Adventsvideo. Wir sind heute, ja, kurz vor Weihnachten. Eine Woche ist es quasi noch hin. Und ich werde heute mal ein bisschen was zu meiner Weihnachtsgeschichte erzählen. Der Sammy, der wuselt hier auch ein bisschen rum, sagt vielleicht auch mal Hallo. Und ich werde heute ein paar Geschenke auch an euch verteilen, nämlich Geschenke von Creative. Wie ihr im Hintergrund schon seht, sind hier so ein paar Sachen aufgestellt und zwei Leute von euch, die fleißig sind und auf unserer Webseite unterwegs sind, die werden geile Pakete im Gesamtwert von 1000 Euro gewinnen können. So, und jetzt zu euch. Also, ich werde euch heute beschenken, wenn ihr wollt. Schaut einfach in die Beschreibung oder geht auf peetsmeet.de. Dort wird alles verlinkt sein, wo ihr teilnehmen könnt und was ihr tun müsst, um teilzunehmen. Es gibt, wie gesagt, zwei Pakete, ein etwas teureres und ein etwas günstigeres. Also die 1000 Euro haben wir jetzt quasi aufgesplittet in zwei Teile, weil keiner braucht zwei Headsets und zwei Soundanlagen für seinen PC. Also haben wir das ganz schön aufgeteilt in einmal dieses Paket. Dort ist drin eine Soundkarte, eine portable Soundkarte, die man einstecken kann, sowohl im PC als auch in die PS4. Um dort sein Headset anzuschließen oder aber auch einen geilen Klang rauszuholen, eine 7.1 Portable Audio Station. Dann ist noch dabei ein geiles Headset, ein H5 Tournament Edition Headset mit einem Mikro, richtig schönen Ohrmuscheln und einem satten Sound. Für natürlich jeden Gamer super geeignet. Das Mikro kann man sogar abnehmen, voll nice. Weil zum Beispiel wie einer wie ich, der sowieso schon ein professionelleres Mikro hat, für den ist es natürlich super, weil sonst stört die ganze Zeit die Scheiße. Und dann kannst du es einfach abstecken und hast dann auch trotzdem noch ein geiles Headset. Und natürlich noch eine fette Soundstation. Also hier für den PC, sowas hatte ich früher auch immer in meinem Rechner. Zwei Boxen, einen schönen Subwoofer und dann boom, boom, boom. Und da freuen sich die Nachbarn, wenn der schön auf dem Boden steht. Das ist immer geil. Macht dann schön boom, boom. Da hat mein Vater sich immer super beschwert. Ja, aber mit sattem Sound, also hier auch das Komplettpaket an Audio, was man quasi für den PC braucht, ein Headset und noch so eine Station, wenn man mal so im Raum einfach Musik hören möchte. Das ist Paket 1. Jo, und jetzt kommen wir zu dem geilen Paket, wo alles etwas hochwertiger ist, eine Stufe nochmal besser und teurer. Nur das Beste für euch quasi. Einmal wieder eine Soundkarte, eine portable, diesmal sogar für die Xbox One kompatibel, kann man wieder einfach einstecken, alles dran machen und hat vollen krassen Surround-Sound. Wie ich hier gerade gesehen habe, kann man das Teil bis zu 120 dB laut machen. Also das ist natürlich schon mega krass. Das solltet ihr nicht tun, liebe Leute. Dreht lieber ein bisschen leiser, sonst könnt ihr leider unsere Peetsmeet-Videos nicht mehr gucken, weil ihr einen krassen Hörschaden habt. Ja, was haben wir noch? Ein geiles Headset natürlich. Und das sieht sogar wirklich sehr, sehr komfortabel aus. Ein bisschen Ähnlichkeit mit meinem Headset. Wow. Also richtig dicke Ohrmuscheln, schön gepolstert, alles mit Leder. Das ist doch schön, das ist komfortabel. Ich hoffe, das ist auch für Brillenträger komfortabel, weil das ist nämlich immer so ein Manko bei vielen Headsets. Könnt ihr ja mal berichten, ob das gute Stück hier seinen Zweck erfüllt und euch die Ohren wegbläst. Da kommt jetzt sogar so ein bisschen der Technik-Sepp bei mir durch und würde gerne dieses Ding auspacken und mal eben testen und vergleichen mit dem, was ich habe. Aber gut, das geht an euch und das ist für euch von uns und das könnt ihr gewinnen. Das ist nicht für mich. So, und jetzt zu dem super krassen Highlight. Das iRoar. Das gute Stück ist gar nicht so günstig. Das hat einen super krassen Sound, habe ich zumindest gelesen. Und ist quasi, ich habe ja das iRoar Go die Tage getestet im Technik-Sepp-Video. Und das ist quasi das Maximum davon. Und ich bin super zufrieden mit meinem portablen Ding. Habe das jetzt schon einige Tage getestet, so morgens beim Zähneputzen, beim Duschen oder so. Oder wenn man mal sauber macht in der Wohnung, dann ist es einfach super gut zu mitnehmen, bla. Und bin da super zufrieden mit dem Sound. Und dann muss der hier, wenn er noch mal teurer ist, eigentlich richtig krass sein. Also kann man für seinen PC verwenden oder wahrscheinlich, wie ich denke, sogar für seinen Fernseher als Musik, also als Soundanlage.
Sammy ist natürlich wieder mit am Start. Was soll's? Mein Kleiner. Bloß nichts runterwerfen hier von den Geschenken. Das wäre jetzt nicht so geil. So, und natürlich haben wir hier noch ein Extra. Sammy spielt jetzt mit den einzigen Weihnachtssternen, die wir haben, rum. Das ja, kann ja was geben, Sammy. Der Iowa Rock, der ist quasi nochmal als Subwoofer für den guten Iowa. Ja, den kannst du quasi einfach da drauf buddeln. Dann hast du hier so ein mega fettes Ding, was auch super schwer ist. Mit dem Paket kannst du, glaube ich, sogar an deinen Fernseher gehen und da einen satten Sound für coole Kinofilme dir rausholen. Also ich glaube, das ist ein super Paket. Ist vielleicht nur für den PC sogar wirklich zu schade. Ich würde es wahrscheinlich persönlich an meinen Fernseher dran machen und bei Kinofilmen dann satten Sound genießen. Aber natürlich an dem PC kannst du deine Nachbarn mal eben verärgern oder deine Eltern natürlich. Und hat er gerade das runtergeworfen? Sammy, machst du denn? Sammy, hast du super runtergespielt, ne? Stellen wir das einfach mal wieder hier hin. Ja, das ist Paket 2, also das ist das teurere Paket. Ich drücke euch alle Daumen, die ich habe, dass ihr gewinnt, dass ihr zu Weihnachten nicht nur eure normalen Geschenke quasi bekommt, sondern von uns auch noch beschert wird. Sammy ist leider nicht dabei und Sammy knabbert jetzt gerne noch weiter an den Weihnachtsstern. Also hier danke nochmal an Creative, die das zur Verfügung gestellt haben für unseren Adventskalender für den vierten Advent. Und ja, fangen wir mal an, was mit Weihnachten so ist. Ja, Weihnachten steht vor der Tür. Ich gucke nach draußen und sehe grauen Himmel, Regen, 8 Grad. Das ist echt, weiß ich nicht, irgendwie ist das total schade dieses Jahr. Bei mir kommt persönlich noch gar keine Weihnachtsstimmung auf. Also jetzt haben wir den Donnerstag vor dem vierten Advent. Also ein paar Tage ist noch hin, aber irgendwie so gar nicht. Ich habe heute Morgen auch getwittert. Irgendwie kommt, ich will dieses Video hier aufnehmen und das Weihnachtlichste, was ich habe, das ist dieser Pulli. Ja, das ist dieser Pulli. Und vielleicht der Sammy da unten. Ja, wie ihr gerade gesehen habt, der Sammy, der sucht sich seine Weihnachtsgeschenke auch schon hier unten in der Box. Und Weihnachtsgeschenke fallen bei mir dieses Jahr auch sehr, sehr bescheiden aus, weil wir uns einen Urlaub zusammen schenken. Ich meine Freundin, von daher wird es auch an Weihnachten nur die Familie von meiner Freundin hier quasi geben. Und wir werden besinnlich einen schönen Abend haben, aber auch nicht groß mit Tannenbaum, weil Sammy. Gibt es auch keinen Tannenbaum. Ein bisschen weihnachtlich werden wir es herrichten, aber dann viel mehr wird es zu Weihnachten dann auch nicht geben, weil es ist ja auch nicht mehr da. Also ist echt schade. Aber es ist eigentlich in den letzten Jahren häufig so gewesen, dass ich gesagt habe, boah, so vor Weihnachten. So. Naja, ich werde noch am Samstag, also quasi gestern, noch auf den Weihnachtsmarkt mit ein paar alten Uni-Kollegen gehen und vielleicht kommt da noch ein bisschen Weihnachtsstimmung auf. Letztens auf dem Weihnachtsmarkt kam nicht wirklich viel Weihnachtsstimmung auf. Mal gucken, vielleicht ist es jetzt am Wochenende anders und ich komme noch so langsam so rein, wer weiß. Ja, und dann geht es halt in den anderen Weihnachtstagen, geht es dann rüber zu meinen Eltern noch, zu meinen Großeltern, zu meiner anderen Oma. Ja, die Weihnachtstage werden alle sehr, sehr stressig und aber schön. Also dann sitzt man mal wieder schön mit der Familie zusammen, isst etwas sehr, sehr Leckeres, haut sich den Wams voll, dass man nachher nur noch, deshalb ist der Pulli auch ein bisschen üppiger, dass man nachher kugelrund wieder nach Hause kommt und sagt, ne, nächstes Jahr Weihnachten, da habe ich wieder Bock drauf, aber nicht jetzt. Boah, ich mache erstmal eine Diät. Und dann kommt Silvester und dann säuft man und frisst man sowieso wieder. Ja, die Vorweihnachtszeit so an sich ist sowieso auch noch bei uns total vollgepackt, also voll mit Aufnahmen für bis zum nächsten Jahr. Wir haben ja quasi Betriebsurlaub über Weihnachten und ja, da müssen wir noch ein bisschen voraufnehmen. Das heißt jetzt auch ein paar volle Tage vor den Weihnachtstagen, deshalb weiß ich auch noch nicht so genau, was ich. Für meine Mama habe ich gestern schon das Geschenk bestellt, aber für meine anderen Familienmitglieder muss ich noch schauen. Es wird noch ein bisschen tricky. Ich hoffe, ich habe jetzt noch
eine Woche Zeit. Ja, wird schon, wird schon. Ja, und das war es soweit von meinem Weihnachtsvideo. Ich hoffe, es hat dich. Das war es jetzt auch schon von meinem Weihnachtsvideo. Ich hoffe, ihr habt ein paar wirklich gute Weihnachtstage und Sammy wird sich wahrscheinlich über seine Geschenke super freuen, denn er hat jetzt schon. Das war es jetzt auch schon mit meinem kleinen Weihnachtsspecial in dieser unweihnachtlichen Stimmung. Ja, schade. Mehr als mein Pulli war leider nicht drin und die paar Weihnachtssterne, die Sammy da noch runterspielt. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ich wünsche euch viel, viel Glück bei dem Gewinnspiel. Drückt euch alle Daumen, geht auf peetsmeet.de und gewinnt dort einfach entweder das eine Paket hier, was schon eine gute Basisausstattung ist, oder das fette Paket mit den geilen Lautsprechern, dem geilen Headset und ja. Ich würde mich mega freuen, wenn ich sowas damals gewonnen hätte. Drückt euch wie gesagt alle Daumen, macht einfach mit und genießt die Weihnachtstage. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns in einem der nächsten Videos, entweder im Technik-Sep-Video oder in einem der anderen normalen Let's Plays. Über die Weihnachtstage werde ich, oder zwischen den Weihnachtstagen werde ich auch noch ein bisschen weiter Assassin's Creed spielen und vielleicht dann endlich mal in die Zwerge reinschauen können. Sodass ihr dann auf peetsmeet.de dazu auch noch ein paar Singleplayer-Folgen finden könnt. Könnt ihr auch gerne nochmal reinschauen und ja. Ich warte jetzt noch auf den Schnee, der wahrscheinlich nächstes Jahr erst kommen wird. Und ja. Ne, Sammy? Hat Sammy jetzt das Empire State Building umgeworfen? Du Sau! Ciao!